Wer hier in Eubin tiefer in den Wald hinein will, der muss hier an dem Waldtorwächter vorbei. Ob der uns wohl durchlässt? Hallo und herzlich willkommen, natürlich draußen. Wir sind gerade mit der Schmalspurbahn von Zittau nach Eubin gefahren und werden hier ca. 11 Kilometer wandern. Vorbei kommen wir außerdem noch an einer Kloster- und Burgruine. Tolle Ankündigung, oder? Aber am Ende sollte alles ganz anders kommen. So betreten wir nun diese Pforte in diese andere Welt. Weder haben wir an diesem Tag die 11 Kilometer Strecke geschafft, noch sind wir in die Nähe der Klosterruine gekommen. Doch dazu später mehr. Jetzt geht es erstmal durch die Waldtorwächter. Und ja, sie haben uns passieren lassen. Gott sei Dank. Wir stehen hier gerade vor den beeindruckenden Kelchsteinen und die rote Färbung ist auf die Einlagerung von Eisenoxid zurückzuführen und die Form kommt durch Erosion von Wind und Wasser. Der Kelchstein ist eins der Wahrzeichen des Zittauer Gebirges und er ist besonders bei Kletterern beliebt. Erstmals wurde der Kelchstein 1785 bestiegen, damals aber über einen in der Nähe stehenden Baum. Erstmals über den Felsen bestiegen wurde er 1946. Unser Weg führt uns weiter durch die sogenannte Felsengasse. Der Einstieg dieser Felsengasse ist der sogenannte Muschelsaal. Wir sind hier im Muschelsaal und der Name, der kommt nicht daher, dass hier irgendwie Muschelkalk oder irgendwelche Muscheln versteinert worden sind, sondern einfach daher, dass im Stein durch Verwitterung so muschelartige Formationen entstanden sind. Weiter geht es durch diese spektakuläre Felsengasse. Unser Weg führt uns gerade hier durch so eine, ja, wie so eine Art Schlucht durch. Richtig cool. Allerdings pfeift hier der Wind durch. Das ist unglaublich. Und ein bisschen kalt. Hier links geht's zur Mönchskanzel. Wir befinden uns hier gerade an der Mönchskanzel und haben einen wunderschönen Ausblick auf die Kloster- und Burgruine Eubin. Und hier, diese Felsformation wird als Taube bezeichnet. Ich finde, man kann das auch ganz gut erkennen. Schaut mal, wie glatt dieser Felsen hier ist. Das ist schon interessant, wenn man bedenkt, dass hier der Mensch überhaupt keinen Einfluss drauf hatte. Und schon kurze Zeit später nach der Felsengasse kommt schon das nächste Highlight, der Scharfenstein. Hier geht es gleich auf vielen Treppenstufen den Scharfenstein hinauf. Der ist 569 Meter hoch. Es ist ganz schön windig hier oben, aber dafür haben wir eine grandiose Rundumsicht. Unter anderem im Hintergrund der Jeschken, der da so spitz aufragt. Und wieder müssen wir nur ein kurzes Stück laufen, um zum nächsten Highlight zu kommen. Na, könnt ihr euch schon langsam denken, warum wir unser Tagesziel nicht mehr erreicht haben an diesem Tag? Ich stehe hier auf der böhmischen Aussicht und hier kann man nach Polen schauen und dann nach Tschechien. Und auch die kurzen Verbindungswege zwischen den Highlights sind eigentlich auch schon Highlights für sich. Hier im Hintergrund kann man die brütende Henne erkennen. Das ist typisch für das Zittauer Gebirge, dass viele Felsgebilde mit Fantasie irgendwelche Tiergestalten ergeben. Wir sind hier am Töpferfelsentor
Und da gehen wir jetzt mal hoch. Wir haben hier unseren Windschutz für das Mikrofon verloren. Aber dadurch könnt ihr mal einen Einblick erhalten, wie das Wetter dort wirklich war. Ja, es war wirklich kalt und ungemütlich. Ich glaube, dieser Einblick reicht schon, oder? Wir befinden uns hier auf 582 Metern Höhe und haben einen tollen Blick Richtung Zittau. Aber der kräftige und kalte Wind, der lässt uns hier nicht lange verweilen. Es ist einfach nicht auszuhalten. So, wir sind jetzt wieder unten. Das war echt unglaublich da oben. So, und jetzt geht's ab durch die Krieche. Die ist angeblich beschwerlich. Wir schauen mal. So beschwerlich war der Abstieg jetzt nicht. Eigentlich gut machbar. Ich weiß nicht, unter welchen Gesichtspunkten die das sehen, aber für uns kein Problem. Unser nächstes Highlight sind hier die Grazer Felsen. Aber dazu gleich mehr. Es handelt sich hierbei ausnahmsweise mal um eine reine Sandsteinfelsformation. Die Grazer Felsen sind nicht nur für uns spektakulär, sondern bieten auch für Kletterfreunde insgesamt 28 Routen in allen Schwierigkeitsgraden bis Grad 8. Eine echt beeindruckende Felsformation ist das hier. Man hat hier überall solche kleinen Höhlen, Felsspalten. Und ein Felsen, der vielleicht 30, 40 Meter einfach in die Höhe geht. Echt beeindruckend, wenn man davor steht. Hier an der Teufelsmühle entschließen wir uns, den letzten Zug nach Zittau zu nehmen und unsere Tour abzubrechen. Denn es war schon relativ spät und im Nachhinein war das genau die richtige Entscheidung. Wir sind jetzt an der Haltestelle Teufelsmühle. Ja, und wir laufen jetzt die Tour leider nicht zu Ende, weil wir wollten eigentlich noch um das Kloster Eubin laufen. Aber aufgrund der Zeit, ja, wir haben einfach zu viel rumgetrödelt, schaffen wir das heute nicht mehr. Dafür könnt ihr euch auf das nächste Video freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr noch hier oben das Video aus Jonsdorf sehen und hier unten verlinken wir euch nochmal die Playlist aus dem Elbsandsteingebirge. Und wir sehen uns natürlich draußen.